Es ist eine Reise ins Ungewisse, auf zusammengeflickten Lastwagen, betulichten Eselkarren und rappelvollen Buschtaxis. Auf Pisten, die zu gefährlichen Fallen werden. Das Palaver am Anfang gehört einfach dazu. Nimmt mich Ibrahim Sidibé nun mit auf seinem LKW oder nicht? Schließlich werden wir uns einig. Bis zu den Dörfern am südlichen Rand der Sahara will er mich mitnehmen. Danach aber müsste ich selber schauen, wie ich weiterkomme. Die meisten Menschen hier haben kein eigenes Auto. Händler und Marktfrauen sind daher auf Lastwagen angewiesen. Für mich die erste Etappe meiner Reise durch zwei der ärmsten Länder Afrikas. Von den Trockensavannen in Burkina Faso will ich nach Lomé, der Hauptstadt Togos an der Atlantikküste. Insgesamt 1500 Kilometer. Wie oft werde ich umsteigen müssen? Werden die Fahrzeuge durchhalten oder eben nirgendwo liegen bleiben? Meine Reisegefährten wissen es nicht. Sie wollen ja nur ins nächste Dorf. Fatoma erzählt mir, sie mache die Tour mehrmals im Monat. Wo immer in der Gegend Markttag ist, ist sie dabei. Sidibés Laster blieb früher immer wieder in Sanddünen stecken. Da brauchte er für 80 Kilometer 2 bis 3 Tage. Doch seit die Piste planiert ist, schafft er die Strecke in 5 Stunden. Es waren die Deutschen, die mir das Fahren beigebracht haben. Sie waren vor 20 Jahren hier für ein Aufforstungsprogramm. Damals gab es hier noch keine Schotterpiste. Ja, mit den Deutschen habe ich angefangen. Mit einem alten Hanomag. Als Fahrer musst du alles im Griff haben. Die Passagiere, den Motor. Du musst auf alles gefasst sein. Den Hanomag hat Sidibé längst verschrotten müssen. Heute fährt er einen 32 Jahre alten Mercedes. Auf dem Markt geht dann alles ganz schnell. Abladen, bevor die Sonne im Zenit steht. Der Laster bringt Stoffe und Schuhe, Batterien und Bier. Ansonsten leben die Menschen von dem, was sie selbst anbauen. Hirse, Mais und Sorghum. Sie sind arm, aber stolz. Nicht ohne Grund heißt Burkina Faso übersetzt das Land der Aufrichtigen. An Markttagen sind alle auf den Beinen. Ein kleines Schwätzchen hier, eine Kostprobe dort. Ein Händler, den Sidibé auf seinem Truck mitgenommen hat, schenkt ihm eine Orange. Und ich treffe Fatuma wieder, die oben auf dem LKW neben mir saß. Sie verkauft ihm ölfrittierte Teigbällchen. Und natürlich soll ich probieren. Sie sind lecker, nur leider siedend heiß. Ab Mittag drückt die Hitze und alle suchen ein schattiges Plätzchen. Die LKW-Fahrer haben es da am einfachsten. Auch Sidibé macht ein kleines Nickerchen. Schließlich ist er um 4 Uhr früh aufgestanden und muss den Schlaf nachholen. Wie ist es denn als LKW-Besitzer? Da verdient man doch ganz gut, oder nicht? Als LKW-Fahrer hast du alles, was du brauchst. Doch viel Geld mache ich damit nicht. Ich kann aber auch nicht klagen. Ich habe genug zu essen. Und manchmal kann ich sogar den anderen im Dorf aushelfen. Bereits am Nachmittag wird wieder eingepackt. Die Händler haben schließlich noch eine mehrstündige Rückfahrt vor sich. Auch die Käufer aus den umliegenden Dörfern machen sich auf den Heimweg. Was sie auf dem Markt erstanden haben, verladen sie auf das Buschtaxi. Eigentlich könnte es losgehen. Doch der alte Range Rover will nicht anspringen. Da hilft nur eins, schieben. Ja.
Bei Sidi Beb verzögert sich die Abfahrt. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Vergaser. Als er selbst nicht mehr weiter weiß, muss ein Mechaniker ran. Und das dauert. Am Äquator ist die Dämmerung sehr kurz. Eben noch Tag, im nächsten Moment schon Nacht. Zeit für das Abendgebet. Amen. Sidi B. und seine Passagiere sind gläubige Moslems. Sie beten fünfmal am Tag, egal wo sie gerade sind. Eigentlich wollten sie schon vor Stunden los. Jetzt werden sie erst gegen Mitternacht nach Hause kommen. Sidi B. macht das nichts. Er kann weder lesen noch schreiben. Aber fahren ist sein Metier. Die Passagiere oben genießen die laue Nachtluft. Für mich das Ende meiner ersten Etappe. Mit zwei Eseln geht es am nächsten Morgen weiter. Tiere und Karren gehören dem Kleinbauer Amidou Ikinis. In der Provinzhauptstadt Gorom Gorom will er den Rahmen seines Fahrrads schweißen lassen und wenn es klappt, auch drei seiner Enten verkaufen. Amidou, seine Frau Khadija und die Enten werden meine nächsten Reisegefährten. Je näher wir der Stadt kommen, umso mehr Eselkarren schließen sich an. Ein richtiger Trek. Und da gilt die alte Regel, die Langsamen halten sich rechts, überholt wird links. Gern würde ich den Eselkarren noch mal selbst lenken. Aber kann ich das? Und vor allem, lässt mich Amidou? So ganz scheint er mir nicht zu trauen, möchte die Esel lieber selbst führen. Et vous? Ouais, vous aussi? Okay, ça marche comme ça. D'accord. Eh bien. Lala, voilà. Als erstes lerne ich, dass es ohne einen Stock aus Hartholz nicht geht. D'accord, je vois. D'accord. Quand est-ce nécessaire de... Dann zeigt mir Amidou, wie man durch Schaukeln der Beine den Tieren den Rhythmus vorgibt. Un peu. Ah, d'accord. Gern gebe ich Stock und Zügel wieder ab und ich habe den Eindruck, meinen Mitfahrern ist es lieber so. Wird es schwer, die Enten zu verkaufen? Nein, kein Problem. Und was kostet eine Ente? 5.000. Umgerechnet also 8 Euro. Ganz so einfach wird es mit dem Verkauf der Enten dann doch nicht. Sie lieben ihre Freiheit und büchsen aus. Ein erster Kunde. Okay, Kanari. Okay, got a Fujine. Fast 10 Minuten geht es hin und her, doch Amidou bleibt bei seinem Preis. 5000 Sefa pro Ente. Der Käufer nimmt letztlich sogar zwei. Ein echter Festtagsbraten. Die Marktgassen von Gorom Gorom sind für Autos viel zu eng. Deshalb sind Eselkarren hier das wichtigste Transportmittel. Nicht nur die Tiere, auch die Karren ächzen unter den Lasten. Deshalb nutzt Amidou die Gelegenheit, um seine Karre in einer Werkstatt von Gorom Gorom durchchecken zu lassen. In der Werkstatt werden auch Lastwagen repariert. Verrostete, zerlepperte Wracks sind das Ersatzteillager. Hier treffe ich auch Sidi B. wieder, der für seinen Mercedes-Laster ein halbwegs intaktes Getriebe sucht. Ich bin ständig auf der Suche nach Ersatzteilen.
Auf unseren Straßen hält doch kein Auto lange durch. Und neue Teile gibt es kaum. Wenn man also hier nichts findet, muss man sich von seinem Wagen verabschieden. Für mich heißt es Abschied nehmen von CDB. Die Schraube im Reifen ist das kleinste Problem. Sein LKW muss general überholt werden und ich muss weiter. Die staubigen Pisten sind gefährlich. Noch viel gefährlicher aber ist der dichte Sandschleier, der sich Ende März über die ganze Region legt. Es ist der Harmattan, der heiße Wüstenwind aus der Sahara. Die einzigen, die sich nicht von dem Sandstaub beeindrucken lassen, sind die Viehhändler vom Stamm der Fulbe. Seit Jahrhunderten lassen sie ihre Rinderherden an den Ufern des Nigerflusses weiden und treiben sie dann auf die Viehmärkte im Norden von Burkina Faso. Modimo Adama in der traditionellen blauen Tracht der Fulbe hat 20 Rinder zu verkaufen. Preisverhandlungen. Unter den Fulbe gilt das gesprochene Wort. Handschlag und das Geschäft ist besiegelt. Umgerechnet 200 Euro bekommt Modibo für einen Jungbullen, 400 Euro für eine Kuh. Wonach richtet sich denn der Preis? Schaut man sich wie bei Pferden das Gebiss an? Ja, genau so machen wir das. Komm ein bisschen weg, der Bulle dort drüben ist gefährlich. Schau dir hier mal das Gebiss an. Die Zähne sind kräftig, also bekomme ich einen guten Preis. Und wenn alle Rinder verkauft sind, dann gehe ich zurück und bringe neue her. Am Rande des Viehmarkts stehen Lastwagen bereit. Sie werden die Fulbe-Rinder zu den Schlachthäusern in Togo und Ghana transportieren. Tierschutzvorschriften gibt es hier, allenfalls auf dem Papier. Hauptsache, die Rinder überleben. Irgendwie die 800 Kilometer lange Fahrt zur Atlantikküste. Die Hälfte meiner Reise durch Westafrika habe ich hinter mir. Im Nordosten von Burkina Faso bin ich gestartet. Vor mir ist die Grenze mit Togo, dann noch einmal 600 Kilometer bis zur Hauptstadt Lomé. An der Grenzstation Sinkassé braucht man vor allem eins: Geduld. In Afrika ist Zeit nicht Geld. Hunderte von Lastwagen warten hier auf ihre Abfertigung. Auf dem Weg zur Atlantikküste haben sie vor allem Baumwolle und Erdnüsse geladen. Viel mehr haben Burkina Faso und Togo nicht zu exportieren. Auf dem Rückweg bringen sie Benzin, Eisenträger und Elektrogeräte mit. Mindestens 3 Tage sitzen die Fahrer hier fest. So lange brauchen die Zöllner angeblich, um die Papiere zu prüfen. Schneller geht es nur mit einem angemessenen Bestechungsgeld. Da warten viele Trucker lieber, bis sie an der Reihe sind, bringen die Fahrerkabinen auf Vordermann und lassen sich für ein paar Cent die durchschwitzten Klamotten waschen. In Afrika gelten Lkw-Fahrer als Könige der Savanne. Doch die Männer aus Niger, mit denen ich ins Gespräch komme, wollen davon nichts wissen. Es sei eben ein Job wie andere auch. 2 bis 3 Mal im Monat machen sie die Tour vom südlichen Rand der Sahara an die Küste und zurück. Viel warten, viel Leerlauf und wenig Geld. Ein anderer Fahrer kommt dazu und stellt sich vor. Mohamed Kolisane aus Togo. 52 Jahre alt und damit so etwas wie ein Veteran unter den Truckern. Stimmt es denn, dass man als Fahrer gut leben kann und in jedem Ort eine andere Frau hat? Ich erkläre dir jetzt mal, wie das ist. Natürlich gibt es Fahrer, die mehrere Frauen haben.
Sie schlafen mal bei der einen, mal bei der anderen. Nachts sitzt du ja nicht am Steuer. Aber das gilt nur für die jungen Leute. Für alte Männer wie mich ist das nichts. Zu stressig. Es würde mich um den Verstand bringen. Ich muss ranklotzen und für meine Familie Geld verdienen. Das Benzin kostet Geld. Die Bestechungen kosten Geld. Ein Fahrer, der behauptet, er könne sich ein großes Haus leisten, ist durchgeknallt. Und ich dachte immer, als LKW-Fahrer würde man reich. Na? Glaubst du wirklich, ein reicher Mann läuft in solchen Klamotten rum? Jenseits der Grenze ist die Überlandstraße durchgängig asphaltiert. Das aber kostet. An den Mautstationen wird abkassiert. Für 100 Kilometer rund 6 Euro. Egal, ob der Lastwagen etwas geladen hat oder nicht. Wie wäre es zwischendurch mit einem kleinen Fleischspieß? Vielleicht eine Sonnenbrille aus China oder Baguette nach altem französischen Kolonialrezept? Die fliegenden Händler machen selbst bei den Kurzstopps an den Mautstationen ein schnelles Geschäft. Vor allem mit den Minibussen, denn in Togo sind sie das Verkehrsmittel Nummer 1. Es ist unglaublich, was auf die Kleinbusse oben alles draufgeladen wird. Die Busse fahren in alle Richtungen, aber ohne festen Zeitplan. Abfahrt ist erst, wenn alle Lasten verschnürt und alle Sitzplätze verkauft sind. Und das, so erfahre ich am Busbahnhof, kann dauern. Mein Ticket habe ich längst in der Tasche. Aber wann es losgeht, das weiß auch Chauffeur Joël Ballet nicht. Also heißt es wieder mal warten. Ein Minibus mag 12 Sitzplätze haben, doch hier nehmen sie mindestens 20 Passagiere mit. Direkt neben dem Fahrer bekomme ich einen Luxusplatz und für einen Moment ein schlechtes Gewissen. Denn die anderen werden in den kommenden Stunden nicht mal einen Zeh bewegen können. Bei den Togolesen haben die Fahrer der Minibusse keinen besonders guten Ruf. Zu Recht. Immer gibt man uns Fahrern die Schuld. Dass das Benzin teurer wird, die Fahrpreise aber nicht, das interessiert die Leute nicht. Auch an den schweren Unfällen, die es immer wieder gibt, sollen wir Fahrer schuld sein. Sie sagen, wir seien überladen. Aber das stimmt nicht. Schuld an den Unfällen sind die schlechten Straßen. Nach 4 Stunden der erste Zwischenstopp und schon umringen fliegende Händler den Kleinbus. Ein paar Wassertüten werden sie los, mehr aber nicht. Die Passagiere wollen sich endlich mal strecken, die Beine vertreten. Gut, dann machen wir eben eine längere Pause, sagt Fahrer Ballet und übernimmt die Führung zu einer der zahlreichen Raststätten an der Straße. Die Köchin hat Ziege und Huhn im Angebot und natürlich Fufu, Yamswurzeln, die gekocht und zerstampft werden. Die Sättigungsbeilage schlechthin in Westafrika. Für Joël Ballet und seine Passagiere ist es die letzte Mahlzeit, bevor sie ihr Ziel irgendwann am späten Abend erreichen. Merci beaucoup. Vous aussi, ja? Merci. Für mich heißt es wieder mal Abschied nehmen, denn Joël und sein Minibus biegen ab ins Hochplateau und ich will weiter durch den tropischen Regenwald in den Bergen zur Atlantikküste. ...1500 Kilometer habe ich hinter mir, als ich nach 10 Tagen Lomé erreiche, die Hauptstadt von Togo. Die Hochhäuser und Boulevards im Zentrum hat Präsident Nassingbé bauen lassen. 40 Jahre stand er an der Spitze des Staates, dann beerbte ihn sein Sohn. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich
hat bis heute großen Einfluss und ließ es dennoch geschehen. Familiendynastien sind in Afrika keine Seltenheit. Das Volk darf den Blick genießen, mehr nicht. Wer innerhalb der Stadt herumkommen will, nimmt am besten ein Motorrad. Aus China importiert, kostet eine Maschine rund 700 Euro. Dafür musste David Bokavui lange sparen. Kein Wunder, dass er sein Motorrad nie, aber auch wirklich nie aus den Augen lässt. Denn damit verdient er seinen Lebensunterhalt. David fährt Motorradtaxi. Auch bei Taxifahrern gibt es keinen festen Preis. Alles Verhandlungssache. Von den Fahrern in Togo sagt man, sie hätten alle einen Talisman, der sie vor Unfällen schützt. Und wo bekommt man so etwas? David bringt mich hin. Was ist das hier? Das ist der Markt für Fetische. Pferdeschädel, Vogelfedern, Skorpione. Daraus macht ein Fetischeur Pulver und Tinkturen, damit du gesund bleibst. Es ist ein Gruselkabinett, das mir David hier vorführt. Aber von der Wirkung der getrockneten Tierteile ist er felsenfest überzeugt. Wenn du zum Beispiel diesen Schlangenkopf zu Pulver zerstampfst, wird dich keine Schlange mehr beißen. Und das? Das ist eine Hundepfote. Aus ihr macht man eine Arznei, damit du nach einem Unfall wieder gesund wirst. Auf dem Fetischmarkt gibt es nur das Rohmaterial, das für sich allein keine Wirkung hat. Also nimmt mich David mit zu seinem persönlichen Fetischeur. Die Zeremonie ist Teil des Voodoo-Kults, dem sich viele Togolesen verbunden fühlen, auch wenn sie Christen oder Muslime sind. Der Fetischeur befragt zunächst das Orakel und wirft ein paar Kaurimuscheln auf den Boden. Wie immer sie fallen, kann das Glück oder Unglück bedeuten. Es sieht gut aus. Dann nimmt er ein Stück Eisen und umwickelt es mit Stofffetzen. Damit der Fetisch auch wirksam werden kann, wird er mit Gin übergossen. Denn den mögen die Voodoo-Götter besonders gern. Jetzt bin ich also auf meinem Motorrad vor Unfällen geschützt? Ja, sagt der Fetischeur, wenn du den Talisman bei deinen Fahrten immer dabei hast, kann dir nichts mehr passieren. Der Talisman wird mich beschützen. Und nicht nur vor Unfällen, da bin ich ganz sicher. Ich darf ihn nur nicht vergessen. Ich muss ihn immer und überall mitnehmen. So hat jeder seine eigene Art, um heil durchzukommen. Auf meiner Reise hatte ich übrigens keinen Talisman dabei und trotzdem Glück. Ein Dutzend Mal musste ich das Fahrzeug wechseln, aber nirgendwo bin ich länger liegen geblieben. Taxifahrer, Trucker und Eseltreiber haben mir weitergeholfen. Menschen, die auf den Straßen Afrikas zu Hause sind. Mir nicht zu trauen, möchte die Esel lieber selbst führen. Okay. Et vous? Ouais, vous aussi? Okay. Ça marche comme ça. D'accord. Eh bien. Lala. Voilà. Als erstes lerne ich, dass es ohne einen Stock aus Hartholz nicht geht. D'accord, je vois. D'accord. Quand est-ce nécessaire de... Dann zeigt mir Amidou, wie man durch Schaukeln der Beine den Tieren den Rhythmus vorgibt. Gern gebe ich Stock und Zügel wieder ab und ich habe den Eindruck, meinen Mitfahrern ist es lieber so. Wird es schwer, die Enten zu verkaufen? Nein, kein Problem. Und was kostet eine Ente? 5.000. Umgerechnet also 8 Euro. Ah.
Ganz so einfach wird es mit dem Verkauf der Enten dann doch nicht. Sie lieben ihre Freiheit und büchsen aus. Ein erster Kunde. Okay, Kanari. Fast 10 Minuten geht es hin und her, doch Amidou bleibt bei seinem Preis. 5000 Sefa pro Ente. Der Käufer nimmt letztlich sogar zwei. Ein echter Festtagsbraten. Die Marktgassen von Gorum Gorum sind für Autos viel zu eng. Deshalb sind Eselkarren hier das wichtigste Transportmittel. Nicht nur die Tiere, auch die Karren ächzen unter den Lasten. Deshalb nutzt Amidou die Gelegenheit, um seine Karre in einer Werkstatt von Gorum Gorum durchchecken zu lassen. In der Werkstatt werden auch Lastwagen repariert. Verrostete, zerlepperte Wracks sind das Ersatzteillager. Hier treffe ich auch Sidi B. wieder, der für seinen Mercedes-Laster ein halbwegs intaktes Getriebe sucht. Ich bin ständig auf der Suche nach Ersatzteilen. Auf unseren Straßen hält doch kein Auto lange durch. Und neue Teile gibt es kaum. Wenn man also hier nichts findet, muss man sich von seinem Wagen verabschieden. Für mich heißt es Abschied nehmen von CDB. Die Schraube im Reifen ist das kleinste Problem. Sein LKW muss... Die meisten Menschen hier haben kein eigenes Auto. Händler und Marktfrauen sind daher auf Lastwagen angewiesen. Für mich die erste Etappe meiner Reise durch zwei der ärmsten Länder Afrikas. Von den Trockensavannen in Burkina Faso will ich nach Lomé, der Hauptstadt Togos an der Atlantikküste. Insgesamt 1500 Kilometer. Wie oft werde ich umsteigen müssen? Werden die Fahrzeuge durchhalten oder eben nirgendwo liegen bleiben? Meine Reisegefährten wissen es nicht, sie wollen ja nur ins nächste Dorf. Fatoma erzählt mir, sie mache die Tour mehrmals im Monat. Wo immer in der Gegend Markttag ist, ist sie dabei. CDBs Laster blieb früher immer wieder in Sanddünen stecken. Da brauchte er für 80 Kilometer 2 bis 3 Tage. Doch seit die Piste planiert ist, schafft er die Strecke in 5 Stunden. Es waren die Deutschen, die mir das Fahren beigebracht haben. Sie waren vor 20 Jahren hier für ein Aufforstungsprogramm. Damals gab es hier noch keine Schotterpiste. Ja, mit den Deutschen habe ich angefangen. Mit einem alten Hanomag. Als Fahrer musst du alles im Griff haben. Die Passagiere, den Motor. Du musst auf alles gefasst sein. Den Hanomag hat Sidi B. längst verschrotten müssen. Heute fährt er einen 32 Jahre alten Mercedes. Auf dem Markt geht dann alles ganz schnell. Abladen, bevor die Sonne im Zenit steht. Der Laster bringt Stoffe und Schuhe, Batterien und Bier. Ansonsten leben die Menschen von dem, was sie selbst anbauen. Hirse, Mais und Sorghum. Sie sind arm, aber stolz. Nicht ohne Grund heißt Burkina Faso übersetzt das Land der Aufrichtigen. An Markttagen sind alle auf den Beinen. Ein kleines Schwätzchen hier, eine Kostprobe dort. Ein Händler, den Sidi B. auf seinem Truck mitgenommen hat, schenkt ihm eine Orange. Und ich treffe Fatuma wieder, die oben auf dem LKW neben mir saß. Sie verkauft ihm ölfrittierte Teigbällchen und natürlich soll ich probieren. Sie sind lecker, nur leider siedend heiß. Ab Mittag drückt die Hitze und alle suchen ein schattiges Plätzchen. Die LKW-Fahrer haben es da am einfachsten.
Die Hochhäuser und Boulevards im Zentrum hat Präsident Nassim Bey bauen lassen. 40 Jahre stand er an der Spitze des Staates, dann beerbte ihn sein Sohn. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat bis heute großen Einfluss und ließ es dennoch geschehen. Familiendynastien sind in Afrika keine Seltenheit. Das Volk darf den Blick genießen, mehr nicht. Wer innerhalb der Stadt herumkommen will, nimmt am besten ein Motorrad. Aus China importiert, kostet eine Maschine rund 700 Euro. Dafür musste David Bokavui lange sparen. Kein Wunder, dass er sein Motorrad nie, aber auch wirklich nie aus den Augen lässt. Denn damit verdient er seinen Lebensunterhalt. David fährt Motorradtaxi. Auch bei Taxifahrern gibt es keinen festen Preis. Alles Verhandlungssache. Von den Fahrern in Togo sagt man, sie hätten alle einen Talisman, der sie vor Unfällen schützt. Und wo bekommt man so etwas? David bringt mich hin. Was ist das hier? Das ist der Markt für Fetische. Pferdeschädel, Vogelfedern, Skorpione. Daraus macht ein Fetischeur Pulver und Tinkturen, damit du gesund bleibst. Es ist ein Gruselkabinett, das mir David hier vorführt. Aber von der Wirkung der getrockneten Tierteile ist er felsenfest überzeugt. Wenn du zum Beispiel diesen Schlangenkopf zu Pulver zerstampfst, wird dich keine Schlange mehr beißen. Und das? Das ist eine Hundepfote. Aus ihr macht man eine Arznei, damit du nach einem Unfall wieder gesund wirst. Auf dem Fetischmarkt gibt es nur das Rohmaterial, das für sich allein keine Wirkung hat. Also nimmt mich David mit zu seinem persönlichen Fetischeur. Die Zeremonie ist Teil des Voodoo-Kults, dem sich viele Togolesen verbunden fühlen, auch wenn sie Christen oder Muslime sind. Der Fetischeur befragt zunächst das Orakel und wirft ein paar Kaurimuscheln auf den Boden. Wie immer sie fallen, kann das Glück oder Unglück bedeuten. Es sieht gut aus. Dann nimmt er ein Stück Eisen und umwickelt es mit Stoff. Die Dämmerung sehr kurz. Eben noch Tag, im nächsten Moment schon Nacht. Zeit für das Abendgebet. Amen. Sidi Bey und seine Passagiere sind gläubige Moslems. Sie beten fünfmal am Tag, egal wo sie gerade sind. Eigentlich wollten sie schon vor Stunden los. Jetzt werden sie erst gegen Mitternacht nach Hause kommen. Sidi Bey macht das nichts. Er kann weder lesen noch schreiben. Aber fahren ist sein Metier. Die Passagiere oben genießen die laue Nachtluft. Für mich das Ende meiner ersten Etappe. Mit zwei Eseln geht es am nächsten Morgen weiter. Tiere und Karren gehören dem Kleinbauer Amidou Ikines. In der Provinzhauptstadt Gorongorum will er den Rahmen seines Fahrrads schweißen lassen und wenn es klappt, auch drei seiner Enten verkaufen. Amidou, seine Frau Khadija und die Enten werden meine nächsten Reisegefährten. Je näher wir der Stadt kommen, umso mehr Eselkarren schließen sich an. Ein richtiger Trek, und da gilt die alte Regel, die Langsamen halten sich rechts, überholt wird links.
Gern würde ich den Eselkarren noch mal selbst lenken. Aber kann ich das? Und vor allem, lässt mich Amidou? So ganz scheint ihr mir nicht zu trauen. Möchte die Esel lieber selbst führen. Et vous? Ouais, vous aussi? Okay. Ça marche comme ça. D'accord. Eh bien. Lala, voilà. Als Erstes lerne ich, dass es ohne einen Stock aus Hartholz nicht geht. D'accord, je vois. D'accord. Quand est-ce nécessaire de... Dann zeigt mir Amidou, wie man durch Schaukeln der Beine den Tieren den Rhythmus vorgibt. Un peu. Ah, d'accord. Gern gebe ich Stock und Zügel wieder ab und ich habe den Eindruck, meinen Mitfahrern ist es lieber so. Vous allez vendre les... Wird es schwer, die Enten zu verkaufen? Nein, kein Problem. Und was kostet eine Ente? 5.000. Umgerechnet also 8 Euro. Ganz so einfach wird es mit dem Nicht ohne Grund heißt Burkina Faso übersetzt das Land der Aufrichtigen. An Markttagen sind alle auf den Beinen. Ein kleines Schwätzchen hier, eine Kostprobe dort. Ein Händler, den Sidi Bey auf seinem Truck mitgenommen hat, schenkt ihm eine Orange. Und ich treffe Fatuma wieder, die oben auf dem LKW neben mir saß. Sie verkauft ihm ölfrittierte Teigbällchen und natürlich soll ich probieren. Sie sind lecker, nur leider siedend heiß. Ab Mittag drückt die Hitze und alle suchen ein schattiges Plätzchen. Die LKW-Fahrer haben es da am einfachsten. Auch Sidi Bey macht ein kleines Nickerchen. Schließlich ist er um 4 Uhr früh aufgestanden und muss den Schlaf nachholen. Wie ist es denn als LKW-Besitzer? Da verdient man doch ganz gut, oder nicht? Als LKW-Fahrer hast du alles, was du brauchst. Doch viel Geld mache ich damit nicht. Ich kann aber auch nicht klagen. Ich habe genug zu essen. Und manchmal kann ich sogar den anderen im Dorf aushelfen. Bereits am Nachmittag wird wieder eingepackt. Die Händler haben schließlich noch eine mehrstündige Rückfahrt vor sich. Auch die Käufer aus den umliegenden Dörfern machen sich auf den Heimweg. Was sie auf dem Markt erstanden haben, verladen sie auf das Buschtaxi. Eigentlich könnte es losgehen. Doch der alte Range Rover will nicht anspringen. Da hilft nur eins, schieben. Bei Sidi Bey verzögert sich die Abfahrt. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Vergaser. Als er selbst nicht mehr weiter weiß, muss ein Mechaniker ran. Und das dauert. Am Äquator ist die Dämmerung sehr kurz. Eben noch Tag, im nächsten Moment schon Nacht. Zeit für das Abendgebet. Amen. Sidi Bey und seine Passagiere sind gläubige Moslems. Sie beten 5-mal am Tag, egal wo sie gerade sind. Eigentlich wollten sie schon vor Stunden los. Jetzt werden sie erst gegen Mitternacht nach Hause kommen. Sidi Bey macht das nichts. Er kann weder lesen noch schreiben. Aber fahren ist sein. In Burkina Faso will ich nach Lomé, der Hauptstadt Togos an der Atlantikküste. Insgesamt 1500 Kilometer. Wie oft werde ich umsteigen müssen? Werden die Fahrzeuge durchhalten oder eben nirgendwo liegen bleiben? Meine Reisegefährten wissen es nicht. Sie wollen ja nur ins nächste Dorf. Fatuma erzählt mir, sie mache die Tour mehrmals im Monat. Wo immer in der Gegend Markttag ist, ist sie dabei. Sidi Beys Laster blieb früher immer wieder in Sanddünen stecken. Da brauchte er für 80 Kilometer 2 bis 3 Tage. Doch seit die Piste planiert ist, schafft er die Strecke in 5 Stunden. Es waren die Deutschen, die mir das Fahren beigebracht haben.
Sie waren vor 20 Jahren hier für ein Aufforstungsprogramm. Damals gab es hier noch keine Schotterpiste. Ja, mit den Deutschen habe ich angefangen. Mit einem alten Hanomag. Als Fahrer musst du alles im Griff haben. Die Passagiere, den Motor. Du musst auf alles gefasst sein. Den Hanomag hat Sidi B. längst verschrotten müssen. Heute fährt er einen 32 Jahre alten Mercedes. Auf dem Markt geht dann alles ganz schnell. Abladen, bevor die Sonne im Zenit steht. Der Laster bringt Stoffe und Schuhe, Batterien und Bier. Ansonsten leben die Menschen von dem, was sie selbst anbauen. Hirse, Mais und Sorghum. Sie sind arm, aber stolz. Nicht ohne Grund heißt Burkina Faso übersetzt das Land der Aufrichtigen. An Markttagen sind alle auf den Beinen. Ein kleines Schwätzchen hier, eine Kostprobe dort. Ein Händler, den Sidi B. auf seinem Truck mitgenommen hat, schenkt ihm eine Orange. Und ich treffe Fatuma wieder, die oben auf dem LKW neben mir saß. Sie verkauft ihm ölfrittierte Teigbällchen. Und natürlich soll ich probieren. Sie sind lecker, nur leider siedend heiß. Ab Mittag drückt die Hitze und alle suchen ein schattiges Plätzchen. Die LKW-Fahrer haben es da am einfachsten. Auch Sidi B. macht ein kleines Nickerchen. Schließlich ist er um 4 Uhr früh aufgestanden und muss den Schlaf nachholen. Wie ist es denn als LKW-Besitzer? Da verdient man doch ganz gut, oder nicht?